Hallo, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Zelda, wo bald die Sonne aufgehen wird. Ja, oder ist es schon? Nee, es ist noch nicht Tag. Da unten, die Anzeige ist nur das Wetter, ne? Egal. Wir sind hier bei der vierten Ballade. Und machen jetzt gechillt weiter. Hallo, oder? Wird es chillig? Wer weiß? Keine Ahnung. Na? Oh, alle drei. Oh, was gucken die denn so böse? Ich bin geschafft. Und beugen und strecken. Du bist unser vierter Bruder, der die Schneideklippen gemeistert hat. Weißt du, warum Daro Grecke der Goronen diesen Ort gewählt hat, um zu trainieren? Wir sind die drei hitzigen Goronenbrüder und wir werden die Antwort finden, indem wir selbst hier trainieren. Keine Frage, der große Daruk wurde so stark, weil er hier unermüdlich trainiert hat. Wir werden beim Training alles geben und genauso stark werden wie der große Daruk. Das ist der Weg, den wir, die drei hitzigen Goronenbrüder, gewählt haben. Also die hinten sind auf jeden Fall hitzig. Der hier vorne guckt sehr freundlich. Hier brennt die Luft. Ja, da sagst du was. Siehst du den leuchtenden Ring im Lavasee? Gehe dorthin und dann stell dich in die Lava. Ich habe da, glaube ich, schon was gesehen, weswegen ich eine Idee habe. Und ich schwitze ja so. Goronen schwitzen? Okay. Selbst Goronen können nicht durch glühende Lava gehen. Ob Daruk hier wirklich trainiert hat? Kein Wunder, dass der große Daruk hier trainiert hat. Hier wird es einem nicht leicht gemacht. Wir brauchen eine Strategie. Ja, dann überlegt mal. Ich mach derweil was anderes. Ich habe da eine Kiste gesehen. Muss ich wirklich dahin laufen oder reicht es, wenn ich mich einfach in die Mitte stelle? Hallo. Na, guck mal, es gibt hier mehrere, auf jeden Fall, mehrere Kisten. Hallo. Wow. Komm hier, nochmal. Oh nein, meine Meisteraxt zerbricht. Okay. Das nehme ich aber trotzdem mit. So, hier hätten wir auch so eine Kiste. Da ist auch eine. Ich nehme an, dass zwei nicht reichen. Na, na, na. Die sehen ja nicht, was ich hier mache, ne? Ich sehe gerade nicht, wo ich hinlaufe. Ah, hier sind ja auch so Brocken drin. Die könnte ich vielleicht auch dahin bewegen. Aber wie? Oh, wow. Daneben. Ups. Hoppla. Wow. Warte mal. Ich hab ja noch hier die Hose. Die zieh ich mal mit ein. Ein, ja. An. Kann ich hier rauflaufen? Ja, das geht. Ich muss das ein bisschen hier rüber. Hey. Ich komme hier nicht mal auf das erste Kackding. Hey. Ah, so. Ist das mein Ernst? Ich habe manchmal das Gefühl, der Springknopf ist nicht ganz so. Ich habe ja öfter mal, wenn ich von irgendwo weiter oben abspringe, dass ich manchmal erst so runterrutsche. Bevor ich abspringe. Irgendwie, weiß ich nicht. Der Knopf ist kaputt, das ist meine Ausrede. Nein, natürlich nicht. Ich bin nur zu doof. Kann ich nicht einfach rüberfliegen? Dann, wenn das da steht, oder? Aua. Es ist ein bisschen heiß. Es ist natürlich doof, dass es heiß ist. Aber Link hält es aus. Soweit.
Der Block steht halt ein bisschen tief, ne? Ich kann den auch gar nicht mehr... Ah doch, kann ich. Den versuche ich mal mitzunehmen. So, damit ich gleich darauf stehen kann. Okay. Ach, ich habe Revali-Sturm jetzt gar nicht mehr, ne? Müssen wir kurz warten. Geht ja recht fix. In der Zeit gucke ich mal, was ich noch so mitnehmen kann, wie das hier. So, hier, komm. Zerbrochen. Ich warte nur auf den Satz. Revali-Sturm ist wieder bereit. Genau das sagt er. Genau so. So. Ich würde gerne auch mal da hoch. Auf den Fels in der Mitte. Ich glaube, da war ich noch nie. Oh doch, da war ich schon mal. So, wir haben es gleich. Von hier wird mir, glaube ich, ein bisschen zu knapp, oder? Okay, okay, okay. Ich speichere mir das mal. Warum nicht? Warum nicht? So, kein Mist machen. Nein, oh, ich bin gelaufen, ich Idiot. Okay. Ich wollte das nach vorne schieben und nicht laufen. Na, egal. So. Da, mit dem Pfeiltasten war das nämlich. Nicht mit dem Steuerkreuz. So, ich hoffe, das reicht. Okay. Das ist genau die Mitte. Also fast. Ziemlich genau. Genauer geht's nicht. Also doch, geht schon, aber... Psst. Und ich bleib stehen. Guck mal. Ich bin hart wie ein Fels und hitzebeständig. Schrein in der Nähe. Ich will trotzdem einmal da oben hin. Ich liebe Revali-Sturm. Achso, oh, ja, da war ja der Krog. Hi, Krog. Hui. Na, hast du das gesehen? Hm. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte mal gucken. Oh, warte, ich fliege lieber nach rechts, bevor ich wieder in der Lava absaufe. Das wollen wir ja nicht. Das wäre verheerend. Ich meine, die Verheerung ist schon schlimm genug. Da muss das nicht auch noch sein. So, ich möchte nur mal gucken, was die jetzt sagen. Wenn die das überhaupt gesehen haben. Ganz schön harte Prüfung. Darok war also hier, ja. So verschwitzt. Der leuchtende Ring ist weg. Jetzt muss ich nicht mehr trainieren. Ich bin ja so erleichtert. Ja gut, okay. Und beugen und strecken. Was zum... Da schaut man eine Sekunde lang nicht hin und schon ist der leuchtende Ring verschwunden. Die haben mich nicht mal gesehen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr trainieren. Ja, ihr steht hier rum. Ihr macht einen Scheißdreck. Hier brennt die Luft. Wenn der leuchtende Ring weg ist, heißt das, dass jemand das Training abgeschlossen hat? Nein, unmöglich. Hättest du hingeguckt, dann hättest du gesehen, dass ich das war. Ja.
Nur der große Daro könnte dieses Training abschließen. Oder wir. Ja, viel Spaß. Stein steht da, könnt ihr gerne benutzen. Sodele. Dann dürfen wir jetzt gespannt sein, was in diesem Schrein ist. Hallöchen! Ah! Das arme Vieh. Ah! Es ist verbuggt. Es ist verbuggt. Und ich kann es nicht mal von seinem Leid erlösen. Das arme Ding. Stand zur falschen Zeit am falschen Ort. Jetzt ist es aber auch weg. Okay. Dann dürfen wir gespannt sein, was ich jetzt hier machen muss. Flammenschutz. Hey. Ich habe eine Flammenschutzrüstung an. Also zumindest als Set fange ich nicht an zu brennen. Das ist ja schon mal viel wert. Okay. Hallo. Da unten ist ein Steinchen. Wenn man diese Rüstung nicht hätte, wäre es wirklich eine Herausforderung. Aber das ist ja... Hätte man das nicht so... umbauen können, dass man die Rüstung hier drin nicht tragen darf. Ich hätte jetzt einfach das Teil da unten genommen und vor mich hergeschoben seitwärts. Und das war's. Ah, das ist ja... Wow. Ich werde mir das aber einmal holen, um darüber zu kommen. Nee, das finde ich echt doof. Ich meine, ich könnte mir selbst jetzt eine Herausforderung machen und die Rüstung natürlich ausziehen. Das geht. Aber wieso sollte ich es mir unnötig schwer machen, wenn es das Spiel nicht will? Das Spiel will einfach nicht. Es will nicht. Es will nicht, dass ich es schwer habe. So, das wird, denke ich, auch die einzige Kiste sein. Ich meine, ich weiß ja, wie es geht. Von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm, wenn ich das hier mit Rüstung absolviere. War das dann... war da falsch? Ja, es waren alle Schätze. Das war dann alles. Ja, okay. Warum? Ach so. Irgendwas kann man drehen. Ich kann ja mal gucken, was man drehen kann. Das Teil in der Mitte. Okay. Und dann dreht man das ungefähr so hin. So. Bäh. So soll das. Ich habe keine Ahnung, wo mein B-Knopf ist, weil der Controller wieder in was für einer Richtung auch immer. Nein, das ist nicht der B-Knopf. Das hier der B-Knopf? Das hier? Das hier? Das war der B-Knopf. Okay. Der Controller stand wieder Kopf. Ach ja. Witzig. Sehr witzig. Damit wäre das dritte Zeichen von Daruk. Und das heißt, wir müssen wieder gegen einen Fluch kämpfen. Und das heißt, mein Schild lädt sich... das Zeichen von Rudania. Entschuldigung. Das heißt auch, dass sich Daruks Schutzschirm... Ja... schneller auflädt. Ich frage mich, ob dann nach diesen vier Balladen noch etwas kommt. Also ich denke schon, dass da noch zumindest eine Sequenz drin ist. Das wäre zumindest schön. Irgendwie nochmal so eine Szene mit allen vier beziehungsweise fünf Recken zusammen.
Das wäre doch, das wäre nice. Rudania. Auf geht's. Das war der zweite Titan, den ich besiegt habe, glaube ich, oder? Der erste war Ruta und dann kam da Rudania, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Hallo, Großer. Na? Sag an. Demjenigen, der diesen Titan betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Rudania deinen Erinnerungen. Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, nur weil sie in deiner Erinnerung stattfindet. Alles klar. Los geht's. Erinnere dich. Stelle dich deinen Ängsten. Ich überlege gerade, wie das war mit diesem Fluch. Wir haben auf seinem Rücken gekämpft, glaube ich. Auf Rodanias Rücken. Dies ist ein Ort der Illusion, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Dein Gegner hier entspricht der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutze nur die dir gegebene Ausrüstung und siege. Okay, es ist dunkel. Ziemlich dunkel hier. Dann werde ich jetzt mal gucken, was die mir gegebene Ausrüstung ist. Hallo. Ja, chill. Komm. Ganons Feuerfluch. Die zweite. Apropos, warte mal. Hier. So, speichern. So. Ich habe nur den Bergspalter. Eispfeile. Uff. Au! Schnubbelifutz. Geht's dir noch ganz gut? Da. Was ist denn los mit mir? Oh ja, ich habe ja auch noch die anderen Fähigkeiten. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht aufgenommen gehabt. Das ist die erste Folge nach 2 oder 3 Tagen Pause, glaube ich. Wenn ich mir also ein bisschen doof anstelle, liegt das daran. nee, so ging es nicht. Der hat ja so ein Schutzkack drum. Bumm! Dass ich nicht einfach so... Wie ging das denn nochmal? So vielleicht. Aua. Da hinten, ja, genau. Der saugt ja jetzt alles ein. Boom. Machen wir es so. Ha ha.
Schön. Lass das. Ist nicht nett. Ey, mit Bomben ist das mega easy hier. Aua, wenn man sich nicht selbst trifft. Auf jeden Fall. Hier, nimm das. Aua. Ich heil mich kurz mal. Hoppala. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Oh. Yeah, lass mich. Ihr nehmt das. Es war nur noch ein Schlag und ich tingle hier rum wie eine Doofe. Stirb, du lästiges Biest, stirb. Alles gut, mir geht's gut. So. Hier bin ich wieder. Hallo. Na, mein Freund. Und warst du ganz in deine Gedanken versunken? Mir kam es jedenfalls so vor. Tut mir leid, ich will nicht neugierig sein. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Goron, Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Goronen Daruk gehört habe, da möchte ich ihm ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich die Zeit... Wow. Nochmal. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Rodania verbringen, der von Daruk gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Daruk, einen der Recken aus vergangenen Zeiten. Höret die Geschichte desjenigen, der Rodanias Lenker ward, bevor er folgte des Recken Pfad. Ein tapferer Gorone, Daruk genannt, traf die Prinzessin im bergigen Land. So wie ich nun berichte. Na klar bin ich dabei, Ehrensache. Ihr habt den furchtlosen Daruk vor euch. Wenn Hyrule in Gefahr ist, kämpfe ich mit. Das ist doch überhaupt keine Frage. Ich danke dir, Daruk. Keine Ahnung, ob dieser Ganon damit zu tun hat. Aber in letzter Zeit gibt's hier immer mehr Monster. Und immer frecher werden die. Was ist mit euch? Außerhalb des Schlosses ist es gefährlich. Ich hoffe, ihr habt ausreichend Wachen dabei. Keine Sorge. Mein Vater lässt gerade einen neuen Leibwächter für mich suchen. Einer der Kandidaten soll der stärkste Schwertkämpfer des ganzen Reiches sein. Oh, sag bloß, das ist dieser. Was ist das? Schon wieder welche von diesen Wadenbeißern. Sie greifen irgendwen an. Prinzessin, ich erledige das mal kurz. Schwächlinge. Aber ich verstehe euch ja. Mit dem mächtigen Daruk kann es kein Monster aufnehmen. Oh. Komm her. Wir wollten die Monster ans Leder, du armes Kerlchen. Ist ja gut. Er ist unverletzt. Hm?
Mann, das ist mir ganz schön peinlich. Als kleiner Kiesel hat mich mal ein Hund angefallen. Ein Mordschrecken hat er mir damals eingejagt. Seitdem drehe ich durch, wenn ich die Viecher sehe. Sogar der mächtige Darok hat eine Schwachstelle. Na sowas. Sagt mal, Prinzessin. Ja? Diese Verheerung Ganon. Das ist doch nicht etwa ein riesiger Hund, oder? Ich nehme an, dass selbst Recken nicht völlig furchtlos waren. Ah, der Darok hat Angst vor Hunden oder hatte. Ist ja leider Vergangenheit. Wie findest du die Ballade von Darok? Äußerst gelungen. Ich wollte zeigen, dass Darok mehr war als ein Recke. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Die grundlegenden Verse des Liedes Handlungsort sollte am besten Schloss Hyrule in der Vergangenheit sein. Du haust mich immer wieder vom Hocker, Bruder. Daroks Schirm ist jetzt noch eine Nummer stärker geworden. Kannst du Ganon was von mir ausrichten, wenn du ihn siehst? Auf nimmer Wiedersehen, Schweinebacke. Mach ich. Daroks Schirm plus. Juhu. Okay. Ich bin Miskiyoshia. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Der Weg zur letzten Prüfung im Schrein des Lebens ist nun frei. Begib dich dorthin. Puff. Letzte Prüfung, okay. Ja, ich weiß, wo das ist. Ja. Hallo. Ich nehme an, dass... Ja, das hast du gerade schon gesagt. Okay. Dann wären wir ja hier auf dem Vulkan soweit fertig. Ich hoffe, dass es nicht wieder mit... Oh, du darfst nur einmal getroffen werden. Das war... Oh, das da kriege ich richtig Nervenkitzel bei sowas. Und das ist manchmal zu viel für mich. Ich bin doch ganz zart beseitigt. Aber ich werde mir kurz angucken, was die hier von mir wollen. Wir dürfen gespannt sein und ich möchte was anderes anziehen. Oder auch nicht. Du, der du einen Titan zu steuern suchst, willkommen zurück an dem Ort, an dem alles begann. Du hast bisher alle Prüfungen bestanden. So sollst du dich nun auch der letzten stellen. Bringe den Chica-Stein zurück zu dem Podest, an dem du ihn zu Beginn deiner Reise fandest. So wird sich der letzte Weg eröffnen. Ui, ich wollte mich umziehen. Was ziehe ich denn an? Das vielleicht. Hier, guck mal, das ist noch besser. 20. Hier habe ich auch noch eine 20er Hose. Und, ja, eine 20er Kopfbedeckung. Tada! Aber das, Leute, was hier passieren wird, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ne, du kleiner Krog, ich hab Zuschauer, hallo! Na? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ein besonderer Dank geht an Maixen, der eine Nudel-Lasagne-Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Vielen Dank dafür, das unterstützt mich wirklich sehr. Und ansonsten könnt ihr hier links meinen Kanal abonnieren, rechts findet ihr noch ein weiteres Video und darunter direkt die Playlist zu diesem Projekt. Vielen Dank für eure Kommentare und bis dann!